Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2 hier auf meinem YouTube-Kanal. Ah, so, der kleine Gorilla hier muss uns natürlich auf den Sack gehen. Mann, denn in der Folge jetzt machen wir uns, oder wollen wir uns auf den Weg zu einem Freund von Toras Opa machen. Damit der uns ein Schiff baut und wir von dem Titan abhauen können. Alter, wie viel hält denn der aus? Alter. So, geht doch. Alter. Schlüsselerfolg Stufe 2. Nett. So, kann ich an euch vorbei? Ich hoffe es mal, weil durchkämpfen möchte ich mich da... Oh, Stufe 22. Möchte ich mich da jetzt ungerne. Das würde ja nur Zeit kosten. So, erstmal gucken. Moment, gibt's hier irgendwo Schnellreise? Gormod. Untere Ebene. Wo muss ich denn hin? Fragen wir mal so. Torigod muss ich ja nicht hin. Oh, da gibt's aber zwei Sidequests. Sehe ich gerade. So. Sagen wir mal, sprich Bergungspunkt, aktuelles Ziel. Ja, nicht auf der Map. Schade auch. Na gut. Gehen wir halt ganz normal zu Fuß. So, und ich bin ja auch mal gespannt, wen wir noch alles als Mitglieder in unsere Party holen, weil wir haben ja noch Rückgratgrenze, Hallöchen. Ja, quasi drei Plätze frei, wenn ich mir das richtig angeguckt habe. Was seid ihr denn? Holzhasid. Aha. Die Hasids wieder. So. Melnats Schulter. Wer ist Melnat? Keine Ahnung. Oh, da vorne ist ein Sammelpunkt. Oh, da oben auch. Und den da oben spare ich mir mal. Und ja, nennen mal Tauchpunkt. Bergungspunkt. So heißt er. Habe ich überhaupt was? Standardzylinder. Ja, na dann. Wow. Oh Gott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mit X, Y und bla. Alter Vater. Ja, gleich zwei Gegner, ist klar. Stufe 20, ja! Okay, Alter. Das könnte hart werden. Alter. Mann. Oh nö! Das ist jetzt ungünstig. Stufe 18, Alter, hallo? Bin ich hier irgendwie ein bisschen fehl am Platz? Alter, hallo. Gib mir mal kurz ein paar KP-Kapseln hier. Alter.
So. Und Eruption. Yay. Alter. So. Noch so ein Vieh, ey. So, komm mal her hier. Moment, einmal heilen hier. Alter Vater. Mal her hier. So. Okay. Nice. Oh nein, Alter, als ob da noch einer kommt. Oh. Jetzt, hallo, greif an. Alter. Heute, du gehst mir echt ein bisschen auf den Puffer gerade. Alter, bleib hier. So, Ankerschuss. Boah, Alter. Okay, jetzt geht's ab. Nein, verkackt! Oh. What? Wer nicht? Alter. Jetzt fall schon. So. Kommen wir jetzt mal zu dir, du Mistvieh. Alter. Alter Vater, ey. Wo ist er? Autsch. Oh, heilen. Bleib hier. So, nochmal das Ganze. Naja, immerhin. Oh Gott, meine HP. Moment, sehr gut, Nia. Bleib hier. Alter. So, Vulkan, jawohl. Alter. So, darf ich jetzt endlich mal?
Meine Fresse. Und was ist hier drin? Leck mich in der Tasche, ey. So, noch weiter runter. Okay. Volkasmeister. Mhm. Oh, da ist ein Sammelpunkt. Meine Fresse, ey. Die wollten aber auch nicht klein beigeben. Lasst mich mal in Ruhe hier. Ich meine, zwischendurch muss ich bestimmt mal wieder eine Session einlegen und leveln, aber jetzt nicht unbedingt in einem Video, ne? Da tut ja nicht Not. Oh, da unten glitzert doch auch schon wieder was. Das ist doch auch wieder ein Sammelpunkt. Sehr schön. So, was haben wir hier? Jo. Da unten. Oh nein, da oben war ein Harmoniegespräch. Scheibenkleister. Das ist jetzt doof. Ich hoffe, da komme ich nochmal wieder hin. Das wäre sonst ganz schön blöde. Oh, da ist auch noch ein Sammelpunkt. Umons Werft. Mhm. Okay, Reisepunkt. Das ist schon mal gut. Dann können wir hier wenigstens per Schnellreise hin. Dann werde ich gleich einmal kurz gucken. Moment. Was war's? Das hier? War das die Map? Das war die Map. Jo. Hm. Hier in der Schulter kann ich aber leider nicht per Schnellreise hin. Hier könnte ich per Schnellreise hin. Das bringt mir aber nichts. Schade. So. Dann wollen wir mal hier rein. Hallo? Oder auch nicht? Ah, hier geht's rein. だれだも人が仕事中だってのに騒がしいやつも。ってなんだ、トラじゃないかも。久しぶりも、おっちゃん。ああ、久しぶりも。1年ぶりくらいも?うん、ちょうどそのくらいも。1年見ないうちにずいぶん大きくなったも。いわゆる成長期ってやつだも。お供もたくさん連れて。 おっちゃん、レックスの兄貴たちは、お友じゃなくて、お友達も。兄貴、この人がウモンのおっちゃん。先祖おじいちゃんの昔の研究仲間で、船を作るのが得意な人なんだも。こんにちは。こんにちは。お世話になります。そうか、トーラのお友達かも。お友達が増えるのはいいことも。 トラ、立派になったも。ところで、今日は何の用でここに来たも？実は、ウモのおっちゃんに船を貸してもらいたくて来たも。船？船だったら、トリゴの港にたくさんあるも。なんでわざわざこんなとこまで来たも？それは。 もしかして金がないも？そう、実はトラ、人工ブレードの花を作るのに全財産使っちゃってすっからかんなんだもん。気分転換にちょっと船旅したいなーなんて思ったんだけども、船代が。よくまああんだけ次から次へと適当な嘘が出てくるもんだね。仕方ないだろう。 トリゴから逃げてきたなんて言えるわけないじゃないか。まあ、そうだけどさ。トラなりに考えてくれてるんだよ。人工ブレイドって、先祖さんたちが研究してた？花ですも。よろしくお願いしますですも。おー、これがその。 いやーすごいも、さすが先祖さんの孫も。よし、わかったも。そういうことだったらいつでも船を。と言いたいところだけど、今は無理も。な、
Nemo?実はこの船まだ作ってる途中なんだもん。あとちょっとで完成なんだけど、材料が足りなくて作業が止まってるもん。理由はそれだけ？そうも、山よりより高く雲海より深い深刻な理由だもん。つまり材料があれば船を完成させられるってことだよね。 まあ、そういうことも。じゃあ、俺たちでその材料を集めてきたら？もちろん、急いで船を作って貸してやるもん。やったー！急いで行こう！トラ、みんな！わかったもん！みんなで材料を集めに行くもん！ Okay. Yippie-yay. Dann, ja, als aktive Mission auf jeden Fall. So, oh, wo ist datte? Moment. Wo ist das? Okay, keine Ahnung, Moment. Ah, halt hier, der Sammelpunkt ist wieder da. Dann nehmen wir den nochmal. Prärie-Libelle. Wofür auch immer die da ist, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder hier hoch. Naja, also immerhin können wir per Schnellreise zurück. Das ist ja schon mal viel wert. Hm. So, nehmen wir mal den Sammelpunkt hier. Na komm. Vor allem, das sind auch zwei. Bis wo muss ich denn da? Okay, Moment, jetzt will ich erstmal gucken. Hier links ist das Harmoniegespräch. Wenn ich schon mal hier auf dem Weg bin, wer greift mich an? Will ich mal gucken, ob ich da hinkomme. Moment, was? Ist das oben? Hä? Moment. Nee, das bringt mir nichts. Hä? Wo ist das? Hä? Okay, Moment, das... Ah, verstehe ich gerade nicht ganz. Schildtruthahn. Na toll. So. Komm, lad auf. Zack. So, komm her. So, kommen wir mal zu dir. So. Bleib hier. So. So, erstmal die normale Minimap wieder. So, und dann will ich jetzt hier nochmal, wie, hä? Wieso, hä? Wie kommt man denn da hin? Hallo? Sammelpunkt? Moment, halt, hier, zack. Scharfschütze Goth, nein, garantiert nicht. Okay, und hier muss ich wohl einmal... Ah, ja. Okay, keine Sprachausgabe. Hilfe, so helft uns doch. Wenn ihr nichts tut, wird Norman sterben. Wir machen das schon. Keine Angst, wir lassen dich nicht hängen damit. Okay. Unbesiegbare Liebe. Na denn?
Nee, als Aktive muss ich die nicht festlegen. Ne? Ich werde wahrscheinlich die Truthahne da umboxen müssen. So, kommt her hier. Gut. Und dann... Und drauf. So, Steinschlag. Geht doch. So, einmal das Zeug einsammeln. Oh, der Sammelpunkt ist wieder frei. Sehr schön. Dann nochmal zu euch hier. Hep. Muss sagen, das hatte ich mir schwieriger vorgestellt. Oh, Norman ist. Gehen wir einfach weiter, okay? Wir müssen zurück in die Stadt. Wir können nicht mehr zurück. Zieh ruhig weiter. Es bleibt wohl nichts anderes übrig, als euch um Hilfe zu bitten. Wir wollten uns vermählen, doch unsere Familien sind gegen unsere Heirat. Flucht schien für uns die einzige Option zu sein. Also machten wir uns auf den Weg zu Umons Werft. Wir hatten eigentlich vor, ein Boot zu mieten und Gormod den Rücken zu kehren. Tja. Mor Adain hat vor langer Zeit einmal versucht, Rhiannons ganze Familie auszulöschen. Ui, das ist nicht nett. Das ist der Grund, weshalb Papa alle Adainer bis aufs Blut hasst. Dabei können weder Norman noch die heutigen Adainer etwas für die Verbrechen ihrer Vorfahren. Außerdem lieben wir uns doch. Was gibt Papa das Recht, uns diese wunderbare Liebe abzusprechen? Tja. Meine Wunden. Ihr müsst ihm helfen. Na wie denn? So, das ist große Motivation für Hilfsbereitschaft. So. Sucht bitte zuerst nach Hirtentischel und Morgenhortensien. Bringt dann beides nach Torigot zu einem Apotheker namens Nils. Er wird uns daraus Medizin herstellen. Nils ist mein älterer Bruder. Er weiß über die Pläne Bescheid. Bla bla bla. Okay. Aha. Gut. Was meinst du? Solange du bei mir gibt es nichts, was wir nicht schaffen. Alles klärchen. So. Na denn. Das ist ja alles schön und gut. Da vorne ist noch ein Sammelpunkt. Und dann will ich gleich erstmal gucken, wo muss ich denn hier eigentlich hin wegen dem Zeug besorgen, ey. Das ist ja verdammt weit. So. Erstmal hier Sammelpunkt. Zack. So, das haben wir. Nee, obere Ebene. Ah, da. Da muss ich hin. So, dann reisen wir mal kurz dahin. Oh, hallo, Gegners. So, dann machen wir uns mal weiter auf den Weg. Ne, allerdings, was wir da finden und vor allen Dingen, ob wir wieder kämpfen müssen oder sonst irgendwas, ne, das gibt's erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein.